Es ist nicht lustig, Männers. Ich sag euch, Stütter. Ich hab wirklich alles versucht. Ich wollte doch wirklich nur einen Traumprinzen finden, wisst ihr? Einen tollen Typen, der eine Arbeit hat, wisst ihr, der mich heiratet. Ich wollte so gerne geheiratet werden, mal so eine Hochzeit haben, wisst ihr? Ich meine, der einzige Antrag, zu dem ich bisher ja gesagt habe, war der von Hartz IV. Ich werde doch immer nur zu Hochzeiten eingeladen, um diese Büchsen leer zu fressen, damit sie die hinten ans Auto machen können, ey. Einfach mal so eine schöne Hochzeit, wisst ihr? Oh Gott, dann habe ich den Inter eine Einladung im Briefkasten gehabt für eine Hochzeit. Wer heiratet? Meine bekloppte Freundin Britney. Ich war auf 180. Ich habe immer gesagt, wisst ihr, ich heirate als Erste. Die Schöne heiratet ja immer zuerst. Na ja, gut. Aber als beste Freundin machst du ja alles mit, oder? Die Hochzeitsvorbereitung, ey, die ist mir so von Sack gegangen. Ah, Cindy, bei meiner Hochzeit möchte ich so aussehen wie Lady Di. Sah so, allerdings nach dem Unfall. Ich hab die gehasst, aber ich hab gesagt, beste Freundin, machst alles mit. Ich bin zu ihrer Hochzeit, bin so an Traualtar, wisst, hab mir alles angekickt. Da kommt der Trauzeuge von rechts, kickt mich von oben bis unten an und sagt, Männerballett ist erst heute Abend. Gut, der konnte dann ohne Suppe fressen. Ich hab wirklich, ey, ich hab bei der Hochzeit, ich hab so ja Reis geschmissen wie eine Bekloppte, wisst ihr? Gut, allerdings war das Frikassee noch dran. Und der Kochtopf. Und der Herd. Und die ganze Küche. Ich hab die so gehasst. Aber wat, apropos Frikassee, was ich dazu sagen muss, bei ihrer Hochzeit, das Essen war ganz toll. Hat sich wirklich Mühe gegeben, 5 verschiedene Braten halt probiert. 2 Flaschen Rotwein halt getrunken und ein Stück Hochzeitstorte halt gegessen. Da war die total sauer. Ich meine, woher soll ich nicht wissen, dass ich die Torte nie als Erstes anschneiden darf? Dann habe ich in meinem Vollsuff, wisst ihr, dann musst du dich in so ein Gästebuch immer eintragen. Habe ich in meinem Vollsuff so reingeschrieben, liebes Paar, lebt schön zu zweit, bis ihr dann geschieden seid. Habe ich noch aufgekotzt, damit sie weiß, von wem es ist. Ich habe, nee, wirklich, Leute, ich habe alles mitgemacht. Ich habe so ja den Brautstrauß bekommen. Ja, aber ich habe nicht gefangen. Ich habe gesagt, gib mir den Strauß oder ich zünde dein Kleid an. Und dann stand ich da nur auf der Hochzeit, wisst ihr, mit meinem Prinzessinnen-Hochzeitskleid, Brautstrauß in der Hand, aber kein Prinz. Und da habe ich mir überlegt, wisst ihr, was eigentlich scheißegal, wenn so ein Typ nicht oder so ein Prinz nicht zu mir kommen will, dann suche ich mir einfach einen.